Und zwar kommt hier die Rüstungskiste, mache ich am besten mal die hier. Da kommt dann der Eisenhelm rein. Dann die Essenskiste hier hin. Was dann wäre? Weizen, vergammeltes Fleisch, Saat, Brot, Cookies, Samen, Steak, Pilzsuppe und auch die leere Schüssel. Dann sinnloses Zeug kommt hier rein. Das brauche ich noch. Habe ich eigentlich Federn irgendwo? So, nee, sonst hätte ich die ja immer rausgenommen. Kann ich überhaupt noch mal gucken? Ja, hatte ich ja schon geordnet hier. Waren dann ja keine mehr. Müsste ich dringend nochmal irgendwo Federn herbekommen. Daher kommt das da auch nochmal rein in die Stuffkiste. So, bekommen auch noch Buch und Papier mit rein. Setzlinge. Und die Eier kommen mit in die Essenskiste. Dann sind hier noch ein paar Fackeln und eine Uhr. Und dann gehen wir nochmal eben schlafen. Und dann, ja, so geht's jetzt mal wieder runter in die Mine. Und dann sammeln wir da noch ein bisschen Zeug, bis das hier gewachsen ist. Nee, wir buddeln erstmal, ich hab wieder die Erde vergessen. Wir buddeln da drüben eine kleine, Mann. Ich verlaber mich hier ständig. Wir buddeln da unten eine kleine, die kleine Creeper-Kuhle zu. Und da kommen dann. Ja, was kommt da rein? Ich hab schon wieder vollkommen vergessen. Da kommt dann eine Zuckerrohrfarm hin. So, da wir viel zu viel Erde haben. Im Moment. So, so, so. So. Und auch das hier schütte ich noch mit zu. Vielleicht sollte ich dann auch ein bisschen Sand sammeln gehen, damit das Ganze schneller wächst. Allerdings weiß ich nicht so genau, ob das wirklich was bringen würde. Denn so viel bringt das sicherlich nicht. Aber ich kann mal gucken, wie viel Sand ich hier habe. Dann kann ich mal gucken, ob es das nicht bringt. Also ob es das bringt. Also 2 Sand reicht jetzt nicht wirklich weit. Aber man kann es immerhin mal versuchen. Versuch macht klug, ne? Weißt du Bescheid. Steinschaufel nehme ich auch mal mit. Und das habe ich. Fehlt nur noch ein bisschen Zuckerrohr. Und das kriege ich aus der Stuffkiste. Nee, kriege ich nicht. Haben nämlich keins mehr. Alles verkraftet. Ja. Dann. Wieder gen unten. Gen unten. Da wir hier so eine wunderbare unendliche Wasserquelle haben, hole ich mir hier gleich mal ein bisschen Wasser. Und gut, noch eine Schaufel mitgenommen. So. Und so. Und hier bringe ich dann auch noch ein Loch hin. So, hier kommt dann auch gleich noch ein. Hier kommt jetzt auch noch eine Reihe hin. Obwohl, das ist eigentlich sinnlos. Nein, was mache ich da? Ach doch, ja. Der muss auch so sein. Denn hier habe ich noch ein bisschen Erde. So. Und dann kommt hier hinten auch noch eine. Die Schaufel kaputt. Da kommt dann jetzt auch noch eine Reihe hin. Es wird hier gleich eine richtig groß angelegte Farm. So, dann mache ich die beiden hier gleich mal aus Sand.
Allerdings schaffe ich mir jetzt erstmal eine kleine unendliche Quelle. Das ist nämlich wesentlich angenehmer, als immer da drüben so lange zu warten. So, dafür brauche ich nur zwei Eimer Wasser. Einen dahin und einen dahin. So, schon sind wieder alle voll. Ja, alle sind voll. Ja, wie dem auch sei. Hierhin. 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 So. Zack. So. Und ja, nicht laggen, sondern einfach nur machen. So, das war das. Zack, 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 zack und zack. Zacke die Zack. Zack. Hier noch einen rein. Und dann ist sogar einer über. So, da kann dann auch noch ein bisschen Zuckerrohr wachsen. Jetzt begebe ich mich mal eben wieder nach oben. Und... ach nee, das hat eigentlich keinen Sinn. Ich gehe nach drüben und guck mal, was die Kühe machen. So. Ich müsste mir hier dann eigentlich auch noch ein paar Kühe halten. So, das Zuckerrohr, da kann ich auch gleich noch mit abernten. Dann sollte es ja theoretisch reichen für eine für eine Verzauberungsecke. Oder könnte eng werden. Aber trotzdem schreiten wir dann wieder enorm fort. Und können uns dann auch bald richtig... boah, ich beiß hier schon wieder in mein Mikro. Dann könnten wir uns auch bald richtig große Verzauberungen leisten. Dann müssten wir nur noch ein bisschen mehr meinen gehen und dann kommen wir auch endlich mal richtig viel Erfahrungspunkte. So, hier ist nämlich glücklicherweise auch schon wieder eine gewachsen. So, haben wir schon wieder 7 Stück. Zack. Und dann töte ich jetzt noch eine von den Kühen. Wenn ich die treffe. Und da haben wir wieder ein Leder. Den Weg, Kuh. Ja, ich weiß. Das Buch kann ich dann gleich hier craften. Kann ich hier doch nochmal die Kisten durchsuchen, ob da nicht doch noch irgendwas drin ist, was ich vielleicht übersehen habe. Hier ist... oh, hier ist noch ein Eisenerz drin, das gibt noch Erfahrungspunkte. Hier ist ein Lederharnisch und Kohle. Nee, das hat alles keinen Sinn. Oh na gut, hätte ich mir gar nicht so viel Eimer holen müssen. Hier sind noch jede Menge Eimer. Allerdings kein Leder. Und hier hatte ich ja bereits nachgeguckt. Hier ist kein Leder drin. Außer die paar Sättel und die kann man nicht zurückcraften, beziehungsweise die kann man nicht umcraften zu Leder. Und dann geht es jetzt hier. Wollte ich dann nochmal gucken. Genau, hier kann ich dann gleich mal... ach ja, hab die Kohle nicht mitgenommen. Intelligent. Hier wollte ich nochmal gucken, ob hier nicht da noch irgendwo was in den Öfen ist. Ich glaube allerdings nicht. Ne, hier war nix drin. Nö, nix drin. Daher, nein, halt dahin. So, hier kann ich gleich... nein, so, so, so. So und so. Und da haben wir noch ein weiteres Buch. Und dann geht es wieder zurück zum alten Haus. Hier können wir nochmal ein Zuckerrohr mitnehmen.
Scorer haben wir 2 nur. Oh Mann. Die Kühe da drüben müssen dringend groß werden. Denn, ja, wie gesagt, wir brauchen dringend Bücher. Also dringend Bücher. Und dafür brauchen wir jetzt ja dummerweise Leder. Und an Leder zu kommen ist hier, wie gesagt, gar nicht so einfach. Außer natürlich, ich könnte mal gucken, ich habe ja neulich mal meine alten Folgen angeguckt und da lebte ja eine Kuhherde dort hinten. Und dann könnte ich mal gucken, ob da nicht vielleicht noch was von der Kuhherde noch was lebt. Und das ebenfalls und das dann hier zum Haus hochlocken und dann hier noch eine kleine Tierfarm anlegen. Ich werde da wahrscheinlich von irgendwelchen Tieraktivisten oder von Greenpeace dafür verklagt. Aber das macht dann nichts. Da werde ich mich gleich mal schlau machen. Sieht allerdings nicht so wirklich so aus, als wenn davon noch was lebt. Da unten sind jede Menge Oktopussis. Ja, Oktopanten hätte ich fast gesagt. Oktopusse. Nö, sieht nicht so aus, als wären hier noch irgendwelche Kühe unterwegs. Schade eigentlich. Tja. Allerdings fehlt ja auch nicht mehr sonderlich viel. Hier fehlen nur noch die 2. Und dann war's das. Und ich renne immer an die falsche Kiste. Stuffkiste. Oh, nur 2 Bücher. Tja. Dann muss das Ganze wohl noch ein bisschen warten. Kommt hier Zuckerrohr und Papier mit rein. So, da kann. Ach ne, Bücher kann ich. Ich wollte gerade schon wieder Bücher von craften. Kommt hier noch irgendwas von die Stuffkiste? Nein. Allerdings, Kiste hatte ich was. Musste erst noch gebrutzelt werden. Und Kohle bekomme ich aus der Kiste hier. Und zwar dort. Reicht das? Ja, das reicht. Hier noch die Eimer. Achso, wollen wir nur bis zu 16 stacken. Okay. Dann hier ist noch jede Menge Erde. Und hier ist ein Ofen, da kommt dann jetzt ein Eisen, also einmal 6 Eisenerz rein. Und das Ding. Nein, ich will daran. Und da kommen jetzt 2 rohe Rinderfleisch rein und einmal Kohle. Und dann brutzelt das Ganze auch noch schön. Und in der Zeit lege ich mich jetzt erstmal wieder schlafen. Und dann gehen wir doch, glaube ich, gleich nochmal meinen. Und gucken mal. Und warten dann einfach, bis das Rind dort hinten groß wird. Oder wir gehen natürlich auf Rinderjagd. Das wäre natürlich auch eine gute Idee. Wir gehen einfach am besten mal auf Rinderjagd. So. Und zwar tun wir das in der Richtung. Und schwimmen einfach mal hier rüber. Dabei können wir auch gleich noch ein bisschen Zuckerrohr einsammeln, denn wir haben ja gerade gemerkt, das Zuckerrohr reicht nicht für alle Bücher, die wir noch brauchen. Und somit sammeln wir einfach noch ein bisschen mehr. So, schwummi. So. Ach, da ist doch noch eine Kuh. Sogar 2 Kühe. Oh, mit einem Kredit, aber natürlich kein Leder. Hier sind auch noch, oh, hier sind noch viel mehr Kühe. Oh, die gucken so traurig. Oh, gleich 2 Leder. Das ist natürlich gut. Oh, so viel Kühe hier. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die nicht doch mitnehme. Allerdings hat das wenig Wert, da die eh geschlachtet werden. Und nachzüchten kann ich auch aus den paar, die da drüben sind. Da sehe ich noch mehr Kühe. Oh, sogar Bergkühe. Das Leder ist besonders zäh.
Aus dem Leder kann man dann 5 Bücher machen, weil das Leder, das hält so viel.